Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch gerne dieses Täschchen für die Gassis-Häckchen häkeln. Ich habe hier zwei Grannys gehäkelt, die habe ich dann zusammengehäkelt, mit einem Druckknopf verschlossen und einen Karabiner angehäkelt. Ich verwende es für die Gassis-Häckchen und man kann es natürlich auch für sonst alles verwenden. Und für dieses Täschchen habe ich ein gestricktes Makramee-Garn verwendet, hier von dieses Nova Vita 4 mit einer Dicke von ca. 2 bis 3 mm. Und zwar habe ich einmal hier ein grünes, ein naturfarbenes, ich habe diese hier schon zu Hause, und ein rosafarbenes. Gehäkelt habe ich hier mit dieser Häkelnadel Nummer 4. Dann brauchen wir noch hier diese Druckknöpfe. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob ich eins oder zwei verwende. Wir brauchen auch noch einen Karabiner, eine Wollnadel und einen Nähfaden und eine Nähnadel, um die Druckknöpfe anzubringen. Und natürlich auch eine Schere. Wir beginnen mit dem naturfarbenen Makramee-Garn. Eben dieses geflochtene ist ein bisschen weicher und du kannst auch jedes etwas festere Garn nehmen. Und zwar machen wir jetzt hier einen Luftmaschenanschlag, und wenn du dafür noch Anleitung brauchst, dann schau gerne hier in diese Playlist, die ich dir verlinke. Dort findest du verschiedene Anleitungen. Wir machen hier den Luftmaschenanschlag, indem wir das Garn zu einer Schlaufe legen, dann hier durchstechen und die Nadel einmal um sich selber drehen. Dann hole ich mir hinten das Garn. Dann habe ich schon die erste Luftmasche. Und dann machen wir noch 5, sodass wir insgesamt 6 Luftmaschen haben. Und diese 6 Luftmaschen, die schließen wir mit einer Kettmasche zum Kreis, indem wir hier in die erste Luftmasche einstechen, das Garn holen und durch beide Schlaufen gleich durchstechen. Und so haben wir hier den Luftmaschenring. Dann machen wir eine Luftmasche, damit wir die Höhe haben. Und jetzt machen wir 12 feste Maschen hier in diesen Luftmaschenring hinein. Und den Anfangsfaden, den lasse ich hier einfach hinten weiterlaufen. Dann habe ich den auch schon gleich mit vernäht. Also 12 feste Maschen. Die erste haben wir jetzt gemacht. Wir stechen einfach in der Mitte durch, holen das Garn, holen noch einmal das Garn und durch beide Schlaufen durch. Ich schiebe das immer ein bisschen zusammen, weil mit diesem Garn ist es etwas sperriger alles und deswegen auch gleich ein bisschen alles zusammenschieben. Jetzt machen wir eben hier diese 12 festen Maschen. Jetzt habe ich hier diese 12 Maschen gemacht und dann einmal hier an dem Faden noch einmal alles ein bisschen zusammengezogen. Das hier ist die Luftmasche, die überspringen wir jetzt und machen in die erste feste Masche eine Kettmasche hinein und schließen eben damit auch den Kreis. Damit ein schöner Übergang zwischen den Farben entsteht, schneide ich jetzt hier den Faden gleich ab und ziehe hier den Faden einmal durch. Jetzt brauchen wir hier diesen weißen Faden allerdings nicht zu vernähen, weil den verhäkeln wir hier gleich und dann brauchen wir ihn nicht vernähen. Und den hier, den haben wir ja auch schon hier in der ganzen Runde mitgehäkelt und deswegen können wir ihn hier abschneiden. Und falls du das nicht gemacht hast, dann vernähst du ihn einfach. Dann wechseln wir zum rosafarbenen Garn, und wo wir hier aufgehört haben, da stechen wir einfach gleich darunter noch einmal eben mit der Nadel durch und holen das rosafarbene Garn. Dann machen wir hier 3 Luftmaschen und immer in dieselbe Einstichstelle noch 2 Stäbchen, oben zusammen abgehäkelt. Das heißt, wir machen einen Umschlag, stechen in die gleiche Masche ein, holen das Garn und maschen, also häkeln 2 Maschen ab. Dann machen wir wieder einen Umschlag, holen das Garn und häkeln auch hier die ersten 2 Maschen zusammen ab. Und dann bleiben hier noch 3 auf der Nadel und die 3 häkeln wir dann zusammen. Und dann haben wir das erste Blütenblatt. Dann machen wir hier 2 Luftmaschen. Und jetzt machen wir in die nächste Masche 3 Stäbchen, jeweils oben zusammengehäkelt. Und wir führen auch diese 2 Fäden mit, damit sie gleich mit vernäht sind. Und dafür stechen wir einfach hier in die nächste Masche ein
und nehmen hier auch schon die zwei Fäden mit. Dann häkeln wir zwei Maschen ab, dann machen wir wieder einen Umschlag, holen uns den Faden und auch hier die ersten zwei Maschen häkeln, wieder einen Umschlag, immer in die gleiche Einstichstelle, das hier abhäkeln und dann durch alle vier Maschen durch. Also hier haben wir dann jetzt immer vier Maschen auf der Nadel. Dann machen wir zwei Luftmaschen und stechen in die nächste Masche ein. Und auch hier machen wir es genau gleich. Nur die ersten zwei Maschen abhäkeln, dann wieder einen Umschlag machen durch die gleiche Einstichstelle. Das insgesamt dreimal. Und dann haben wir diese vier Maschen auf der Nadel und hier die zugleich abhäkeln. Und dann noch zwei Luftmaschen und so machen wir es jetzt alle Maschen entlang und dann haben wir am Ende 12 Blütenblätter. 3 haben wir schon und dann haben wir hier noch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und am Ende, da sehen wir uns dann wieder. Jetzt habe ich hier diese 12 Blütenblätter gehäkelt. Dann habe ich noch zwei Luftmaschen gemacht und jetzt mache ich noch eine Kettmasche, um die Runde zu schließen, und zwar in diese Masche oberhalb der Stäbchen. Hier schließen wir die Runde. Dann kannst du hier diesen weißen Faden, den du ja schon mitgehäkelt hast, noch einmal straffer anziehen. Dann schneiden wir hier das alles ab. Und auch diesen Faden, den ziehen wir hier durch und den können wir auch gleich vernähen. Und jetzt haben wir noch hier den Rand außen, den machen wir in grün. Wir beginnen in einem Zwischenraum zwischen den Blüten, holen uns das Garn, machen hier drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und dann machen wir noch zwei Stäbchen in dieselbe Einstichstelle hinein. Dann machen wir wieder einen Umschlag und in den nächsten Zwischenraum zwischen zwei Blütenblättern machen wir wieder drei Stäbchen. Und jetzt in den nächsten Zwischenraum machen wir dann das Eck. Und zwar machen wir auch hier zuerst drei Stäbchen. Und für das Eck machen wir hier zwei Luftmaschen. Und dann in die gleiche Einstichstelle noch einmal drei Stäbchen. Und damit haben wir hier schon ein Eck gemacht und wir machen das jetzt immer gleich. In den nächsten Zwischenraum kommen drei Stäbchen, hier auch drei Stäbchen und in den nächsten kommt dann wieder dieses Eck, also drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Und das wiederholen wir so, bis wir wieder hier ganz am Ende sind. Also jetzt kommen zwei Zwischenräume mit jeweils drei Stäbchen.
Also hier drei Stäbchen, in den nächsten Zwischenraum drei Stäbchen. Und in den nächsten dann das Eck wieder, indem wir hier zuerst drei Stäbchen machen. Dann machen wir zwei Luftmaschen und wieder drei Stäbchen. Und so kann man das Quadrat schon ein bisschen erahnen. Und wir machen das jetzt genauso weiter, dass wir hier kommen wieder drei Stäbchen, hier kommt dann das Eck und dann bleiben hier noch zweimal mit drei Stäbchen übrig und hier noch das Eck und da sehen wir uns dann wieder. Jetzt habe ich hier alle Stäbchen gehäkelt, wir haben hier die vier Ecken und jetzt schließen wir auch diese Reihe, indem wir hier in die dritte Luftmasche eine Kettmasche machen. Und dann schneide ich hier ab und ziehe das durch und dann vernähen wir hier die Fäden, also den Endfaden und auch hier den Anfangsfaden. Und zwar machen wir das so, dass wir das hier dann wie unsichtbar machen. Dafür stechen wir jetzt hier nicht in die erste Masche ein, sondern in die zweite durchstechen. Und in die Masche, aus der der Faden herauskommt, einstechen. Und so haben wir die Masche schön unsichtbar vernäht. Und jetzt können wir hier den Faden einfach noch weiter vernähen und eben auch hier den Anfangsfaden. Das hier ist das erste Quadrat und wir brauchen zwei davon. Ich habe schon eines vorbereitet. Und jetzt häkeln wir die zusammen, indem wir, das ist hier die rechte Seite immer, das drehe ich jetzt eines um und lege das andere so drüber. Und jetzt häkeln wir es hier an drei Seiten zusammen. Und dafür steche ich hier jeweils in das Eck ein, wo die zwei Luftmaschen sind. Nehme das grüne Garn, mache hier eine Luftmasche. Und dann mache ich in jede Masche eine feste Masche hinein. Das heißt, durch beide durchstechen und jeweils eine feste Masche machen. Einmal, zweimal eine feste Masche. Also beim ersten durchstechen, beim zweiten und dann eine feste Masche. Und so machen wir das jetzt diese drei Runden entlang. Jetzt habe ich hier diese Seite mit festen Maschen zusammengehäkelt und hier, um das Eck noch ein bisschen genau zu arbeiten, stechen wir hier unter den Luftmaschen hinein, holen den Faden, machen eine feste Masche, dann machen wir eine Luftmasche und stechen noch einmal unter die Luftmaschen hindurch und machen noch eine feste Masche. Und dann machen wir weiter wie hier, dass wir wieder in jede Masche einstechen, durch beide durch und jeweils eine feste Masche machen. Und so machen wir das jetzt hier weiter, bis wieder diese Seite zusammengehäkelt ist und das Eck hier machen wir gleich wie hier und hier oben sehen wir uns dann wieder. Jetzt habe ich hier diese Seite und diese Seite und diese zusammengehäkelt. Hier fehlt uns noch hier diese letzte Masche bei den Luftmaschen. Und jetzt schneiden wir hier den Faden etwas großzügig ab oder das Garn etwas großzügig ab. Dann hole ich den Karabiner und ziehe das Ende hier durch, damit wir ihn befestigen können. So,
hängt hier der Karabiner. Dann mache ich hier eine Luftmasche und dann steche ich noch einmal durch den Karabiner durch, hole noch einmal die Masche und mache eine feste Masche und gleich noch einmal. Und dann ist der Karabiner gut befestigt. Und wir können dann gleich anschließend noch hier durch diese Luftmaschen hindurch noch einmal eine feste Masche machen. Und dann noch eine feste Masche. Und hier ziehe ich den Faden schon ganz durch. Dann haben wir hier den Karabiner befestigt. Und diesen Faden vernähen wir jetzt. Das können wir auch hier so machen, dass wir in die nächste Masche einstechen. Durch die Masche wieder zurück durch dieselbe, dass das hier wie unsichtbar ist. Und dann vernähen wir den Faden. Einfach hier innen entlang vernähen, dass das gut hält. Ich mache hier auch noch einen Knoten und dann vernähen wir auch noch hier den Anfangsfaden. Das Täschchen ist dann schon soweit fertig. Jetzt machen wir hier noch einen Druckknopf hinein. Ich mache nur einen und dann können hier auf der Seite können wir die Säckchen herausziehen. Die Druckknöpfe nähe ich mit einem ganz normalen Nähfaden an. So, jetzt habe ich hier noch die Druckknöpfe angenäht. Und jetzt haben wir das Täschchen schon fertig mit dem Karabiner, damit du es auch an die Leine befestigen kannst. Und ja, jetzt gebe ich hier mal diese Hundesäckchen hinein. Und ziehe ja hier schon ein bisschen raus. Dann, ja, und so sieht es dann aus, unser kleines Täschchen für die Gassi-Säckchen. Ich hoffe, dass dir dieses Täschchen gefällt und du es brauchen kannst. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Täschchen für die Gassi-Säckchen.